Der Comte hatte all seine Briefe aufbewahrt, Jahrzehnte der Korrespondenz augenscheinlich sortiert nach dem Königreich der jeweiligen Verfasser, füllten seinen Schreibtisch. Don ging die Briefe durch und suchte nach dunklerer Tinte, frischeren Seiten, nach Hinweisen darauf, dass sie erst kürzlich geschrieben wurden. Und dann erklang das berstende Geräusch der Vordertür, die von irgendjemandem eingetreten wurde. »Hey, Milord, Pluderhose, schwingt euren Arsch hier runter!« Javelin und Don rannten in die Empfangshalle. Über der zersplitterten Tür stand eine Frau, deren Augen noch heller funkelten als die Dolche in ihren Händen. »Ihr da«, fuhr sie die Gardisten an, »wo ist dieser aufgeblasene Comte? Ich muss ein paar Worte mit ihm wechseln. Eines von ihnen wird Münzen sein, ein anderes sofort.« »Ihr redet mit der Stadtwache von Kirkwall«, fuhr Don sie an, »und das hier ist ein Tatort, identifiziert euch.« »Ihr seid also Wachen, was?« Mit einem hämischen Grinsen zwinkerte sie ihm durch die Dunkelheit zu. Zwei Männer, die ohne Verstärkung vor der Tür im Dunkeln durch das Haus eines Adligen schleichen. »Das sieht mir allerdings nach einem Tatort aus.« Don blieb hart. »Euer Name?« »Belladonna, Kapitänin Belladonna von der Drachenjuwel.« Sie vollführte eine ausgeladene Verbeugung, wobei es ihr irgendwie gelang, sie wie eine Beleidigung wirken zu lassen. »Also, wo ist dieser verdammte Korn?« »Er ist tot«, antwortete Don, wobei er auf ihre Reaktion achtete. »Ihr wisst nicht zufällig etwas darüber, oder?« Sie schenkte ihm ein säuerliches Lächeln. »Glaubt mir, Herzchen, ich hätte ihn bestimmt nicht getötet, bevor er mich bezahlt hat.« »Welche Art waren eure Geschäfte mit dem Comte?« warf Javelin zu Dons Überraschung ein. Hatte beinahe vergessen, dass sein Partner auch anwesend war. »Es ging um eine Warenlieferung«, antwortete sie dem Rekruten mit finsterem Blick. »Er hatte mich angeheuert, einige Artefakte zu überbringen. Ich liege jetzt schon seit 2 Wochen vor Anker, ohne bezahlt worden zu sein.« Dann wandte sie den Blick nach oben auf die Galerie über der Eingangshalle und rief, »Ist jemand hier? Wenn ihr diesen Plunder wollt, kommt heute Nacht zu den Docks und bezahlt mir 50 Sovereigns dafür. Ansonsten schmeiße ich ihn ins Meer.« Mit diesen Worten machte sie sich auf dem Absatz und kehrt und ging. Okay. Auch schön. Die Augen. Wieder Arcana Schrecken. Warum muss es immer sowas sein? Na komm. Du kannst mir gestohlen bleiben, du Leiche. Ich will nur den Schrecken killen. Nee, brennend. Brenn, du Sau, brenn! Glück gehabt. Da war es nur noch eins, was fehlt. Ein, ich nenne es mal, Leichenteil. Ist das hier vorne? Ich glaube, da vorne muss man das Ritual ausführen, dann springt da irgendwas gegen. Nee, das ist da unten. Ach so. Okay. Okay, lassen wir das Ganze. Da hinten soll noch... Der ganze Zauber begonnen, buchstäblich. Im wahrsten Sinne des Wortes, siehst du mal, ne? Besonders mich... Achso, da! Sag das doch. Holen wir uns hier mal... Schaffen wir uns hier mal ein bisschen Zutritt. Kabum! Warum hast du jetzt... Wo hast du die Fackel hingeworfen?
Oh nö, bitte nicht. Jetzt haben wir einen Weg da reingefunden und die schmeißt die Fackel weg. Ich krieg zu viel. Wo hatte ich jetzt nochmal die andere Fackel da angezündet? Ich weiß es nicht. Nein. Gut, gehen wir nochmal zu Anfang. Du. Inquisitor à la carte, du. Nehmen wir aber. Ich hätte die Abkürzung nehmen können. Jetzt kommst du nicht mal über Knochen. Also dieser Tempel, der sagt mir irgendwie gar nichts zu. Irgendwie. Mal so gar nicht. Auf geht's, ab geht's. Wir sind wieder da. Na, na, na. Hallo. Untersuchen. Der vergessene Dürtham-Tempel. Sie werden in der Nacht kommen und uns holen. Jene, die die Worte von unseren Lippen stehlen. Und unser Gott erhebt sich nicht mehr, uns zu verteidigen. Wir kratzen an den Wänden und beten für eine Dämmerung, die niemals kommen wird. Plündern, plündern, tschalalala. Alter Schwede, hier sind so viele Leichen drin. Das ist unfassbar. Ghoulbart. Hat die jetzt schon wieder das Ding weggelegt? Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Oh nein, ich bin da... Was ist denn hier sonst noch irgendwie... Vermutlich ist das da das Ding. Ach, komm. Das gibt es ja wohl nicht. Ich brauche eigentlich gar nicht weiterzugehen. Ich habe hier da die grüne Flamme nicht. Ist das ätzend. Boah. Wäre hier nur ein Ding. Ich glaube, das war auf der anderen Seite von dem Teil. Kam mal der Mut. Ja, ich bin auch langsam mutlos hier. Die ganze Zeit geht die scheiß Fackel aus. Was soll denn das? Ist aber auch kacke. So soll man denn dieses blöde Feuer die ganze Zeit mit sich rumschleppen? Hier war es. Nein. Nein. Alles sauber. Nicht durchs Wasser gehen. So. Hier ist nichts. Hier waren wir aber, glaube ich, noch nicht. Oder waren wir hier schon? Ich weiß es doch beim besten Willen nicht mehr. Cool, aktivieren. Natürlich, natürlich. Vergessene Dürtham-Tempel. Sein Geist, der nicht denken kann. Seine Zunge, die nicht sprechen kann. Seine Hände, die nicht berühren können. Seine Ohren, die nicht hören können. Seine Augen, die nicht sehen können. Und der Gestalt wird unser Oberster gebunden sein. Er wird sich uns in unserer Stille anschließen. Da werde ich ja wohl niemals durchkommen. Wisst ihr, das habe ich mir nämlich gedacht. Dass das nicht geht. Kammer der Gleichgültigkeit. Das ist schön. Ich komme hier aber wieder nicht durch. Oder gibt es hier irgendwas zum Anzünden?
untersuchen. Das ist verrückt. Das, mein Freund, ist Sparta. So eine Kacke, da hätte ich... Also über sowas ärgere ich mich. Da hätte ich ja die ganze Zeit einfach nach hier durchgehen können. Natürlich schießt du erstmal daneben. Lässt wohl Dorian in Ruhe. Nochmal ein Explosivschuss. Natürlich verpieselst du dich jetzt hinter mich. Schnell. Ist er schon wieder am Abkratzen? Das wäre es jetzt noch, wenn er wieder am Abkratzen wäre. Na komm. Der Bulle, dem geht's doch gut. Leute. Das Herz. Wir haben schon so viele Herzen. Einfach mal was ziffeln. Hopp. Nichts wie raus hier. Obwohl, wir können noch nicht raus. Wir müssen erst noch das Ding da aufmachen. Wir haben ja jetzt die ganzen Leichenteile in unserer Tasche. Aber wir müssen es ja schön machen. Wir entzünden erstmal das Feuer. Sieht es nicht mehr so aus, als wäre hier seit Jahrtausenden keiner mehr gewesen. Kopf des Leides. Vorsichtig. Diese Organe hierher zu bringen und wieder zusammenzusetzen. Wer weiß, was als nächstes passiert. Ich habe keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich jetzt ein Oberdämon. Oh oh, ein Riss. Oder? Okay. Oh oh. Alter, was wollt ihr denn alle von mir? Ich glaube, ich bin mit dem Bullen falsch ausgerüstet hier. Ey, da ist schon wieder einer. Jetzt sag mir nicht, die respawnen die ganze Zeit. Auf sowas kann ich eigentlich ehrlich verzichten. Ach, komm. Haut doch ab, ihr. Ich ziehe mich zurück. Wenn es doch so einfach wäre. Du siehst im Wasser auch nicht. Der kriegt ja gerade absolut keinen Schaden. Er kriegt keinen Schaden und ruft die ganze Zeit Untote. Wie machen wir den denn? Ich habe keine Ahnung, wie wir den machen sollen. Ganz ernsthaft. Aber der ruft jetzt zumindest keine Untoten. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich weiß nicht, kann er Giftschaden fressen? Ja, er kann. Zack. Friss Gift, mein Freund. Friss so viel Gift, wie du willst, aber krepier. Hopp. Hopp.
Ausrüstung, auch das. Nein, er macht ja wieder sein Schild. Dieses blöde Schild.